So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sui vs. Oh yeah, heute wieder Super Smash Bros. Gegen Tadavid ID und Gebirge. So, ihr seht, das ist ein 2-on-2-Battle. Ja, wir kommen nämlich gerade frisch von Argon, deswegen habe ich auch das letzte Wochenende jetzt nicht wirklich aufnehmen können. Außer Sonntagabend. Und deswegen habe ich den Eddie mit am Start. Der wäre nämlich noch bei mir. Wir spielen mit Glurak und Captain Falcon und gehen zu Palutenas Tempel. Und schauen nochmal, wie das Ganze so wird. Beziehungsweise, warte, ich spiele nicht mit Glurak, ich spiele mit Ridley. Entschuldigung, das habe ich gerade irgendwie falsch gesagt. Keine Ahnung, wie ich auf Glurak komme. Immerhin ist das Ding doch lila, nicht wahr? So, Palutena Omega wollten die Herausforderer. Und deswegen sagen wir noch einfach mal, yo, machen wir. Und ich mache mal den üblichen Test gleich zu Beginn. Mal gucken, ob Sidebeat trifft. Und ja, es hat getroffen. Sehr schön. Ich habe es ja schon oft in meinem For Glory Part zu Glurak erwähnt. Sidebeat, die unglaublichen Lagspikes gerade erstmal. Sidebeat ist so ein guter Roll Punisher, irgendwie einer der coolsten im Spiel. Das ist auch so ein wunderbares Gefühl, wenn es trifft, auch wenn ich gerade Eddie damit getroffen habe. Das war jetzt nicht ganz so wie geplant. Aber naja, ne, wenn wir schon zu viert auf der Map sind, kann man sowieso noch ein bisschen rücksichtsloser damit umgehen. Denn wenn der Gegner nicht genau aufpasst, dann kriegt er da schon mal ein mehr ab, als er sollte. So, da sehen wir schon, fängt ganz gut an. Ich bin noch bei niedrigen Prozenten und da war wieder der Side B Punish und einen Blue-Scene auf dem Spiel. So, ja, David versucht mich mit der Bowlingkugel zu erwischen, aber das ist ein bisschen zu risky, einfach so auf der Stage die einzusetzen, wenn er auch von Gegnern umzingelt ist und deswegen hat das auch nicht wirklich funktioniert gerade. So, ich bin hier weiter. Eddie gerade mit dem Deutschland-Kill. Deutschland-Kill ist das, was ihr gerade gesehen habt, wenn man mit Captain Falcon ein paar Schritte zur Seite geht und dann die Side-B einsetzt. Das ist irgendwie ein Move, den machen nur deutsche Captain Falcons. Und deswegen hat sich irgendwann der Begriff etabliert, dass es der Deutschland-Move ist. Und da war ein Shield Break. Ey, die hat einen Shield Break kassiert und ich habe mich einfach mal Estate unten. Das war so richtig guter Zug gerade. Ah, schön. Also, nee, gar nicht schön, aber irgendwie doch witzig. So, genau, also das ist ein Deutschland. Ein paar Schritte zur Seite gehen und dann, also an dem Gegner vorbeirennen und dann einfach Side-B. Und da, apropos Side-B, da war mein Side-B-Kill am Villager. Und deswegen kann er, ich muss mich nochmal informieren, wo genau dieser Begriff eigentlich geboren wurde. Ich habe den jetzt auf dem letzten Tour das erste Mal gehört und ich fand es einfach sehr witzig. So, zurück zum Spiel. Wir sehen schon wieder Gebirges über 100%, das heißt eine Side-B, die da übrigens auch gerade kam, reicht, um ihn aus dem Spiel zu nehmen. Ach, das ist so schön, Leute. Side-B, Flareblitz mit Glurak, immer wieder herrlich. So, ich bearbeite hier ein bisschen David, damit er nicht wieder onstage kommt und da die Side-B zum Punish vom F-Smash, weil er ihn aufgeladen hat. Sieht für uns gerade ganz gut aus. Da ist schon wieder eine Side-B. Herrlich. So, hier fliegen die Gegner nur von einer Seite zur anderen. Sieht gerade ziemlich gut für uns beide aus, also für Eddie und mich. Die beiden sind auch schon wieder in sehr gefährlichen Prozenten, wie man hier an der Side-B erkennen kann, mit dem Double-KO. Ach ja, das war sehr witzig. Wunderbar, und damit geht das erste Match an Eddie und mich. Eddie kennt ihr übrigens noch, ne? Ich habe es selber noch gar nicht erwähnt. Eddie ist der Green Ninja-Spieler, den wir auch interviewt haben, damals bei der vs. Smash Labs-Folge. Ja, so, das war das erste Match. Gucken wir mal, wie das zweite läuft. Diesmal mit Ganondorf und Roy. Er hat auch sehr viel Roy gespielt, als er neu war. Und hatte da sehr viel Spaß mit. Unsere Gegner wählten die Stage Gao-Ebene, Omega. Und Ganondorf, eigentlich ähnlich wie bei Glurak, der ist, also wenn man ihn punishen kann, es fühlt sich einfach gut an. Es fühlt sich einfach gut an. Vor allem, wenn sowieso mehrere Gegner auf dem Feld sind, dann kann man da gerne mal ein bisschen rücksichtsloser sein, wenn diese nicht allzu aufmerksam sind. Deswegen wollten wir das mal probieren, ob das funktioniert. So, Gao-Ebene Omega also. Wieder gegen Villager, allerdings Gebirges wechselt von Lucina zu Falco. Macht man die Daumen hier und drückt, ob da wieder Legspikes und David greift sein eigenes Team mit der Bowlingkugel an. Da will er die Bowlingkugel, da muss er echt aufpassen, weil es hat jetzt gut, es hat jetzt einmal geklappt, aber das muss nicht zwanghaft immer so sein. So, da haben wir gerade ganz kurze Legspikes, aber hat sich wieder gelegt. Sehr schön, Eddie hier mit ganz wenig Prozenten noch. Ja, da wird jetzt schon sehr gefährlich. 84%, wenn Roy und Ganondorf auf dem Feld sind, die hauen beide nämlich mächtig zu. Ja, auch Roy, einer der kräftigsten Charaktere, wenn man mal allein die Power vom F-Smash sich ansieht. Die killt extrem früh, selbst die Dash-Attack killt. Und das haben, ja, gut, ein paar Charaktere haben sowas. Da, die Down-B und
Wieder ein Double KO. Das ist wirklich unser Theme hier mit den Double KOs. Sehr schön. Wir noch bei sehr niedrigen Prozenten. Da ist jetzt hier einen guten Lead aufgebaut. Und ich versuche die ganze Zeit, die Ganondorf Side-Becombo zu machen, aber irgendwie kriege ich es nicht so wirklich hin. Denn Gebirge springt mir da einfach raus aus der Schusslinie. Da liegt ein Setzling an der. Ja, also der Setzling ist gerade verschwunden und ich werde einfach weggeabsmashed von Falco und komme nicht mehr zurück. Also ich bin sowieso rausgeflogen. Ich wäre aber nicht mehr zurückgekommen, weil Ganondorfs Recovery ist ziemlich bescheiden, behaupte ich jetzt mal. Ist nämlich etwas, was auf Fakten beruht. So, Eddie hat aber noch alles Docks, das ist ziemlich gut, aber da wird wieder sehr gefährlich. Ich versuche das mit der Nutubi. Aber jetzt gehe ich da der Disrespect-Kick von Ganondorf, der F-Tilt. Mit dem Fuß da vorne, der Sparta-Kick, wie ich ihn ja mal gerne nenne. Einer der lustigsten Moves im Spiel. Da habe ich gerade wieder versucht, hat aber nicht ganz wirklich funktioniert. Da wäre ich fast in die Nutubi reingesprungen. Aber der Gyroid hat ihn dann noch rechtzeitig getroffen. Na gut, ich denke nicht, dass er vorher losgelassen hätte. Aber na, man weiß ja nie. Man kann ja nie so genau wissen. So, das Chaos geht weiter. Und da ist... Ah ne, da hat Eddie wäre gefallen, warum auch immer. Und Villager auf weg. Beide auf dem letzten Stock. Ich habe auch schon wieder sehr viel Prozente hier. Ich kassiere ganz schön. Und da kommt der Baum aus der Erde geschossen. Und haut Eddie raus. So, Eddie jetzt bei niedrigen Prozenten. Beide auf dem letzten Stock. Ich... Gefährlich nah am letzten Stock. Also da fehlt nicht mehr viel. Ein Smash oder... Ungünstig getroffen. Und das war's für mich. Wie zum Beispiel da. Ich renne einfach in den F-Smash von Falco rein. Warum eigentlich auch nicht, nicht wahr? Ich habe gerade versucht, Eddie zu retten und bin kläglich daran gescheitert. Da wieder der F-Tilt, der Kick. Es ist so super. Kümmere ich mich um David, damit sich Eddie um Gebirges kümmern kann. Habe den Gyroid weggekickt. Habe dabei selbst Schaden bekommen. Ein weiterer Baum ist auf dem Feld. Und jetzt... Leben die zwei wieder extrem gefährlich. Sehen wir schon wieder. Oh Gott, oh Gott. Ich habe das Gefühl gehabt, gleich werde ich getroffen von Eddies Nutubi, aber ist zum Glück bisher nicht passiert. David hält sich wacker dafür, dass er gerade eine Back-Air von Ganondorf abbekommen hat, aber gut, es war in die andere Richtung. Und da wieder den F-Smash gepunished mit der Down-B einfach aus der Luft heraus. Und das war's für David. Jetzt nur noch Gebirges da. Ja, ich bin auch schon wieder in gefährlichen Prozenten. Aber Eddie hat zur Not ja noch einen Stock. Und zack, einfach greifen und die Neutral B. Das wollten wir unbedingt versuchen, falls es zu einer 2-1-Situation kommt. Und schön, dass es funktioniert hat zum finalen Hit. Und damit geht auch dieser Sieg an Eddie und mich. Danke an David und Gebirges für die Teilnahme. Aber Leute, ihr kennt das ja. Es gibt ja noch einen zweiten Kampf. Und deswegen ein ganz kurzer Übergang zum nächsten, ja, Battle halt, ne, zur nächsten Begegnung. So, wir sehen hier, ich spiele mit Saif, der war nämlich auch noch bei mir, ebenfalls frisch von Argon heimgekommen. Und wir spielen gegen SDN und Kakpu. Die beiden sind, wie man unten am Tag erkennen kann, auch in der Clan-Szene aktiv und sind beide auch aus Smash Labs. So, das heißt also, mal schauen, wie diese Begegnung jetzt verläuft. Wir nehmen Smashel, beziehungsweise die Herausforderer wollten Smashel wählen, weil der Herausforderer hat ja das Stage-Recht. Bowser Jr. und Captain Falcon. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. So. Nach diesem Ladescreen. So. Das war gegen Kirby und Game & Watch. Ich weiß gar nicht, ob Game & Watch mittlerweile Kaktus Main ist tatsächlich. Ich weiß, dass er, also es ist schon Ewigkeiten her, als wir das letzte Mal gespielt haben. Ganz früh hat er Palutena gespielt und eigentlich war sein Main aber, glaube ich, Yoshi. Er hat aber auch immer Game & Watch gespielt, das weiß ich noch. Aber keine Ahnung, ob das jetzt sein Main ist oder sein Team-Character. Keine Ahnung. Das kann er ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So, da werde ich erstmal grandios gegimmt, weil der Stuhl bei 50% aus irgendwelchen Gründen ein Weak Hit ist. Wunderbar. Und ich natürlich es für eine gute Idee gehalten habe, einfach auf die Stage zu gehen, anstatt einfach an die Kante zu gehen. Großartig, genau das sollte man tun. Deswegen jetzt direkt mal der Stock-Nachteil. Ziemlich uncool. So, da bearbeitet gerade SDN Scythe. Versucht ihm da zu helfen, aber er schielt einfach. Und ich würde mich auch eher darum kümmern, dass Kakpu fernbleibt. Und er ist auf die Zui-Trap hereingefallen, die Abi an der Kante.
Den Begriff habe nicht ich ausgedacht, übrigens, Leute. Das haben die Leute, fangen nun mittlerweile einfach an, das so zu nennen. Deswegen habe ich das einfach übernehmen. Genau wie der Deutschland-Doof, also der Side, den ich ja erklärt habe im Match davor. So, egal. Jedenfalls, 2 auf 3 Stocks, 2 auf 2 Stocks. Alles ist noch drin. Cypherlink schon mit sehr vielen Prozenten und SDN noch mit, nicht allzu viel. Gut, der ist Kirby, muss man dazu sagen. Also so ein F-Smash von Captain Falcon, der doch gerade aufgeladen wird, würde der ebenfalls wehtun, aber da ist er nicht drauf reingefallen. Der Eddie F-Smash hat nicht getroffen. Was der Eddie F-Smash ist, kann ich auch mal gerne mal sagen. Der Eddie Smash ist einfach mit Captain Falcon random den F-Smash aufladen von Captain Falcon und damit komischerweise irgendwie fast immer treffen. Gerade hat es nicht getroffen, deswegen ist es fehlgeschlagen. So viele Insider-Begriffe hier, schön, aber kann ich das auch mal alles erklären, ne? Wie gesagt, frisch vorm Turnier, das ist natürlich alles noch, oh mein Gott! Und da hat er, das war schon eher etwas in der Richtung. Da hat er getroffen und Kakbu auf dem letzten Stock, er ist ja aber immer noch irgendwie bei 3 und gerade mal 80. Aber wenn wir Kakbu rauskriegen und er sich die Stocks von SDN zieht, aber da ist Cypher wieder rausgeflogen. Und da bin ich weg. Kassiere den Upsmash von Kakpu. Wir ballen auf dem letzten Stock und sieht irgendwie gar nicht mal so cool aus gerade tatsächlich. Oder wieder die Side B und endlich verliert SDM mal seinen ersten Stock. So, aber trotzdem, wir sind auch noch deutlich im Nachteil. Also einen ganzen Stock hinten. Und das kann schon mal einiges bedeuten. Muss nicht, aber kann definitiv. Und dann müssen wir jetzt erstmal darauf konzentrieren, wieder am Spiel zu kommen, weil wir ja gerade ganz schön zurückgedrängt werden. Den Zeif jetzt schon wieder auf Sitte, da der Falcon Punch, der da geschildet wird. Wieder F-Smash, der hat allerdings nicht getroffen, ein kleiner Footstool, wurde aber nicht verarbeitet. Da hat er mich gerade fast mit der Zeif getroffen. Und langsam wird es wirklich gefährlich hier. Meine Kakpu ist bald raus, ich meine, der hat 80% und Game & Watch ist einer der leichtesten Charaktere. Ich glaube tatsächlich nur Mewtwo und Pummeluff sind leichter. Und da reicht die Abwehr sogar aus, das war ganz, ganz komisch, irgendwie sehr merkwürdig die Eid, weil Captain Falcon ist eigentlich nicht so leicht. Und er hatte gerade mal, ich glaube, 110%, bevor die Attacke getroffen hat. So, Kakpu ist raus, allerdings ist er noch mit 2 Stocks. Und wieder dachte ich mir, warum nicht einfach mal auf die Stage gehen? Es war so klar, dass das passiert, aber na gut. Was will man machen? Ist jetzt halt passiert und damit geht der Sieg an SDN und Kakpu. Nun gut. Aber auch hier gibt es natürlich ein zweites Match. Und das folgt zugleich. So, Scythe wechselt zu Diddy Kong. Ich bleib bei Bowser Jr., weil eigentlich, ja, wenn ich mich nicht gimpen lasse, sollte das eigentlich funktionieren. Es war schon ziemlich ärgerlich am Anfang, weil da haben wir direkt relativ früh, völlig unnötig, einfach so einen Stock verloren. Okay, nächste Stage, die wir ausgewählt haben, ist Town & City. Und deswegen geht es nach Town & City. Sehr schön. So, gucken wir nochmal, ob die beiden bei ihren Charakteren bleiben. Aber, naja, Spoiler, ja, tun sie. Warum sollten sie auch wechseln? Es hat ja gerade immerhin funktioniert. Die beiden überlegen noch. Beziehungsweise, nein, die beiden überlegen nicht. Die beiden waren im Stage-Bildschirm schon gut. So, jetzt geht's aber los. Mit Match Nummer 2. Nach dem Ladebildschirm, erneut. Okay, alles klar. Diesmal fahre ich nicht einfach durch. Das ist immer so, warum nicht einfach mal durchfahren, gucken, wie der Gegner reagiert. Vor allem, wenn man lange nicht gegeneinander gespielt hat. So, diesmal wechseln wir ein bisschen ab, weil Scythe hat gesagt, ich soll mich um Kirby kümmern, da er da doch große Probleme hatte und oft leicht offstage gebracht wurde. Ich meine, das ist ja wirklich eine Stärke von Kirby auch. Wir sehen es doch gerade links da und da ist der kleine Recovery-Fail. Und, es war so eine Mischung aus Gimp und SD, würde ich sagen. Ich glaube, da wäre er noch hochgekommen, aber hat sich etwas verkalkuliert. Und deswegen wieder ein früher Stockverlust. Diesmal allerdings auf der Seite von Scythe. Fängt also extrem uncool an. Und wir bearbeiten ihn einfach mal mit. Was nicht so wirklich der Plan war. So, aber auch hier wieder. Es ist natürlich noch alles drin. Ärgerlich, aber nichts ist entschieden. Und da will er mich retten. Hab zum Glück noch die Combo unterbrochen. Und da kommt die Abi auf die Stage. Trifft Kirby, reicht aber nicht. Und Scythe verliert schon fast den zweiten Stock.
Und da verliert er den zweiten Stock, denn er wird gegimpt ein weiteres Mal von Kirby. Ist schon auf seinem letzten Stock jetzt nach, ja, nach knapp einer Minute. Sieht nicht so gut aus tatsächlich gerade. SCN wieder, hat noch alle Leben, ich habe auch noch alle Stocks. Da trifft die Back Air, reicht aber nicht aus, habe ich schon gesehen, das war schon, ich glaube, der Blitz war gerade schon da. Kirby ist da sehr fragil, sag ich mal. Aber das muss nichts heißen, ne? Das muss nichts heißen. Wenn man vorsichtig spielt, kann man das natürlich auch überleben. So, da kommt der F-Smash und der reicht dann auch natürlich, um Kirby aus dem Spiel zu nehmen. So eine kleine nette Combo an Kakpo, der jetzt auch schon wieder bei 108% ist, also auch wieder extrem gefährlich. Und da kommt der F-Smash und haut Kakpo raus. Sieht also jetzt wieder auf einem auf einen Schlag wesentlich besser für uns aus, weil wir den Stocklead haben. Ich meine, ich habe noch alle drei. Auch wenn ich 4% habe, aber dennoch, wir müssen definitiv aufpassen, weil, kleiner Funfact, in Teams ist es immer wesentlich schwieriger, wenn man in einer 2 gegen 1 Situation ist, also wenn man derjenige ist, der es alleine ist. Klingt logisch, ne? Aber das ist ein unglaublicher Druck, darauf einlassen. Man muss auf sehr viel achten. Deswegen ist es eigentlich in der Regel besser, sich einfach einen Stock von seinem Teampartner zu nehmen, wenn er einen hat. Und da werde ich erstmal weggekombot von SDN. Und ich muss jetzt, ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass er mich auch gimmt, weil Bowser Jr. ist dann natürlich sehr anfällig. Ich meine, ich kann das sehr gut entgehen. Ich werde relativ selten gegimmt. Außer ich faile so rum wie gerade am Anfang. Das war eine ganz schöne Kombo da gerade. Hab mich einfach reingeworfen und der erst mit aufgeladen. So, und auf einen Schlag sieht es wieder nicht so gut für uns aus. Mensch. Das ist Smash, Leute. Das kann sich ganz, ganz schnell drehen. Und da wäre ich auch wieder fast draufgegangen tatsächlich. Nach der Up-Air von Mr. Game & Watch. So, wir leben beide schon wieder sehr gefährlich. Den ersten Stock habe ich ziemlich gut getankt, also ziemlich gut bewahren können. Der zweite war jetzt allerdings umso schneller weg und jetzt ist er auch schon wieder ganz verschwunden. Ja, wieder die Grab-Kombo, aber wird unterbrochen vom Gefecht der anderen beiden. Und jetzt geht's ums Ganze. Da habe ich versucht, mit dem Down-Smash die Rolle zu punishen, aber war nicht schnell genug. Da kam die 9, Gott sei Dank, nicht getroffen, denn das wäre ein Instant-Kill gewesen. So, und da habe ich versucht, wieder die Side-B in die Up-B zu kombonieren, aber er hat schon ein bisschen zu viel Prozent, deswegen hat es leider nicht mehr ganz geklappt. Ein bisschen weniger und das wäre es gewesen, aber nicht schlimm, denn jetzt reicht auch die Back-Air aus. Und jetzt genau haben wir die Situation 2 gegen 1. Er hat zwar noch 2 Stocks, aber gut, dass er sich da eingenommen hat. Auch wenn das natürlich jetzt heißt, dass SDN gleich beim nächsten Schlag weg ist, aber 1 gegen 2 ist immer schwieriger. Auch wenn ich tatsächlich, ehrlich gesagt, die Situation ganz gerne, also, ich weiß nicht, ich finde es immer spannend, wenn es zu so einer Situation kommt. Weil man hat es schon oft erlebt, dass der Einzelne trotzdem noch ein Comeback gemacht hat. Übrigens, was war das gerade schon wieder? Kein Tag und einfach auf die Stage recovered, hat die Edge verfehlt und deswegen der ultimative Up-Smash-Punish, beide einfach gekillt. Und damit gewinnen Kakboon SDN. Das war echt traurig, das Match. Also für unsere Seite, irgendwie lief das so mal, ja, es lief einfach mal so gar nicht. Aber gut, was will man machen, solche Tage und Matches gibt es eben. Deswegen herzlichen Glückwunsch an Kakboon und SDN, die jetzt als erster quasi in die Smash-Ruhmeshalle eintreten und damit eine Chance auf den Preis haben. Apropos Preis, ich muss noch ganz kurz was erwähnen, das habe ich ganz vergessen. Die ersten 10 Folgen sind ja vorbei und es kommt zur Auslosung, natürlich jetzt ohne die beiden, weil die waren ja jetzt erst bei Folge 11 dabei. Die wird die Tage online gehen, keine Sorge, da gibt es dann noch ein paar Informationen zu. Alles, wenn es soweit ist. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Morgen geht's weiter mit dem Super Mario Maker. Bis dann, ciao.